Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema mit dem Magen. Viele Menschen leiden unter Sodbrennen, vielleicht auch Magengeschwüre oder nehmen auch Säureblocker, Basenpulver. Dann gibt es natürlich auch viele Aussagen, dass in dem Magen alle Bakterien abgetötet werden. Und ob das wirklich so ist, das erfahren wir heute. Ich habe Dr. Med. Anne-Katharina Czocke bei mir. Sie ist Expertin für das Mikrobiom und eben auch für die Bakterienheilkunde und wie wir unseren Magen optimal unterstützen können. Und ob diese ganzen alten wissenschaftlichen Aussagen heute noch stimmen, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Anne-Katharina. Schön, dass du da bist. Ja. Magen ist ja so ein Thema, gell? Da gibt es ja auch viele, viele Sätze, wie im Magen würden alle Bakterien abgetötet werden mit der aggressiven Säure. Und wenn man dann eben das Ganze in Disbalance bringt, da gehen wir nachher noch drauf ein, auch mit Medikamente, was die dann für einen Einfluss haben. Aber was ist denn so zur heutigen Sicht auf den Magen? Was gibt es denn da so für Erneuerungen? Genau, also du sagst es schon, die meisten Menschen, auch die meisten Ärzte denken immer noch, dass der Magen so sauer sei, dass Bakterien da nicht überleben könnten und dass man dann auch Sachen verkapseln müsste, dass die durch den Magen durchgehen. Ich habe mir schon in der Anfangszeit, also vor über 20 Jahren, wie ich anfing mit der Mikrobiomforschung, habe ich mich gefragt, wie kommen denn Bakterien in den Darm, wenn die nicht durch den Magen durchgehen? Dann habe ich immer Studien gesucht, es gab nichts. Man hat dann mal mit Kapselversuche gemacht. Das war ja meine logische Frage. Genau, aber das glaubt eigentlich jeder, weil man ja immer noch dieses Menschenbild hat, was ja aus dem 19. Jahrhundert stammt, das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen, der Mensch sei steril und alle Bakterien seien gefährlich. Und dann ist es ja praktisch, sich vorzustellen, dass hier im Magen so eine Instanz ist, die alle Bakterien umbringt, die da versehentlich angekommen sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es hatte aber tragische Auswirkungen, dass man dieses Bild hatte. Und interessanterweise hat man im 19. Jahrhundert schon Einzeller im Magen gefunden. Und es gab einen Walter Krienitz, hieß der, aus Halberstadt, ein Arzt, der mikroskopiert hat und hat tatsächlich im Magen auch beschrieben, was er da so gefunden hat. Und das wurde aber natürlich nicht ernst genommen, oder? Dann war einfach nicht die Publicity da. Und als man dann die ersten Mikroben im Magen so richtig gefunden hat, das war ungefähr 1982, das waren australische, ein Pathologe und Mikrobiologe, da haben sie gesagt, oh, jetzt haben wir einen Magenkeim gefunden, der wurde dann später noch umgenannt Helicobacter pylori. Und das ist so mein kleiner Freund, den habe ich dann immer so als Plüschmikrobe dabei, weil ich liebe den ganz besonders, weil der so verleumdet und bekämpft und beschimpft wird und dringend einer Rehabilitation bedarf, nicht? Du Kleiner. Also der sitzt bei mir seit 15 Jahren so auf dem Sofa und geht immer mit auf die Seminare, weil das so ein Thema ist, wo viele betroffen sind, weil die übliche Therapie heute damit Antibiotika stattfindet. Und es kam so, dass diese Forscher gesagt haben, oh, wir haben ein Bakterium im Magen entdeckt, das muss ja ein Krankheitserreger sein, wie man das nun mal in den 80er Jahren noch glaubte. Dann hat man es ihnen nicht so ganz abgenommen, hat gesagt, naja, weiß man nicht und ist nicht so. Und dann haben die etwas gemacht, was auf das Vorbild von Pettenkofer zurückging, der 1882 beweisen wollte, dass Cholera, Vibrionen nicht alleine eine Krankheit auslösen. Das war damals schon so dieser Konflikt, dass man, die einen haben gesagt, nur das Bakterium macht krank und die anderen haben gesagt, nee, da gehören auch die Umstände dazu, das Milieu, das Ambiente, das Miasma, wie man damals sagte. Und Pettenkofer hat gesagt, so, ich beweise euch, dass Cholera, Vibrionen alleine nicht krank machen, hat eine Bouillon davon gemacht, hat die Magensäure neutralisiert, weil man ja sonst gesagt hätte, die Magensäure hat die abgetötet, hat es getrunken und es ist nichts passiert. Das hat man leider trotzdem nicht allzu ernst genommen. Aber dann hat 1984 dieser Mikrobiologe gesagt, ich mache das jetzt auch so, um zu beweisen, dass Helicobacter krank macht. Hat eine Helicobacter-Monokultur gezüchtet. Das war sehr mühsam. Der mag eigentlich gar nicht im Labor wachsen. Und schon gar nicht ohne seine ganzen Kameraden, die ihm im Magen zugehören, hat es dann getrunken und hat eine Gastritis, eine Magenentzündung gekriegt. Und hat gesagt, seht ihr, jetzt habe ich doch also eine Krankheit gekriegt, der böse Helicobacter ist schuld. Hat ein Antibiotikum geschluckt, dann ist die Entzündung weggegangen und das war der Beweis. Die haben im Jahre 2005 den Nobelpreis bekommen für diese Entdeckung von 1,07 Millionen Euro. Für den einen Selbstversuch.
Naja, für die Folgen, dass er damit bewiesen hat, dass da ein böses Bakterium im Magen krank macht und Geschwüre verursacht. Und das ist interessant zu lesen in der Forschung. Seither wurden alle Untersuchungen mit diesem Aspekt gemacht. Man hat mit dieser Fragestellung immer das bestätigt gefunden, weil man nicht andersrum gefragt hat. Mhm. Obwohl es da durchaus Fragen gegeben hat. Also zum Beispiel hat man dann ja untersucht und festgestellt, dass nicht jeder, der ein Magengeschwür hat, auch irgendwie Helicobacter Übermaß hat. Oder die, bei denen man Helicobacter gefunden hat, haben auch nicht alle ein Magengeschwür gehabt. Dann hat man untersucht, hat bei Ötzi, der Gletscherleiche da im Bozen im Museum, ein bisschen Magenprobe genommen, hat Helicobacter gefunden. Kein Geschwür gesehen, aber dann gesagt, er muss ja eins gehabt haben, weil er Helicobacter hatte. Dann hat man ägyptische Mumien untersucht, da gab es auch Helicobacter. Die hatten folglich logischerweise auch schon ein Magengeschwür. Merkst du, was da abgelaufen ist? Klar war dann also, es muss jetzt eine Therapie hin, musste eine Therapie her, der diesen Helicobacter umbringt, damit der Mensch gesund bleibt und kein Geschwür gibt. Das hat man gemacht mit einer intensiven Behandlung. Da wird ein Säureblocker mit zwei Antibiotika kombiniert, weil es alles einzeln nicht gereicht hat, um den Helicobacter aus dem Magen auszurotten. Parallel hat man dann festgestellt, das hat auch immer noch nicht gereicht, dass schon die Altvordersten, die vor Zehntausenden von Jahren aus Ostafrika ausgewandert sind, verschiedene Stammesqualitäten von Helicobacter in die verschiedenen Kontinente mitgenommen haben. Da hätte man ja längst draus schließen können, dass Helicobacter zum Menschsein irgendwie dazugehört. Hat man immer noch nicht draus rückgeschlossen. Der erste Schritt an Zweifeln kam eigentlich erst, als man feststellte, dass zwar durch diese antibiotische Behandlung die Magenausgangsgeschwüre abnahmen, zahlenmäßig, bei denen, die keinen Helicobacter mehr hatten, weil sie die Therapie gekriegt haben, aber die Mageneingangskrebserkrankungen auf das Sechsfache stiegen. Das heißt, man hat da im Magen einfach was verschoben. Dann war ein Martin Blaser, glaube ich, war das dann ein Forscher, der dann dem mal ein bisschen nachgegangen ist und festgestellt hat, Kinder von Eltern, bei denen man den Helicobacter eradiziert hat, das ist so ein martialischer Ausdruck dann auch, haben auf einmal dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Asthma zu erkranken, wenn sie keinen Helicobacter mehr haben. Man wusste derweil, dass der liebe Helicobacter die Fähigkeit hat, um sich herum einen Ammoniakmantel zu bilden, dass der im Magen an der Wand in Kontakt geht mit Immunzellen. Dann hat man gesagt, ja, das macht Entzündung. Heute weiß man, der trainiert das Immunsystem, damit die Immunzellen im Magen schön ordentlich funktionieren. Er geht in Kontakt mit den Zellen, die für die Regulation der Magensäure zuständig sind und auch für den Hormonhaushalt. Das macht der Helicobacter. Man hat es aber immer als Angriff gedeutet, gegen das der Körper sich verteidigen muss, und den unterstützt man mit Antibiotika, indem man den beseitigt. Hat man mal in den Versuchen geschaut, was denn wirklich die Entzündungen auslöst? Also so von deinen Beschreibungen her ist er ja wohl jetzt nicht gewesen. Na, so weit war man da aber noch nicht. So weit ist man vielfach heute noch nicht, okay. Weil man hat versucht, man hat einfach, du merkst, aber das sind einfach Schlussfolgerungen, die man gezogen hat, die nicht am Phänomen nachweisbar waren. Und alle Fragezeichen hat man einfach vom Tisch gewischt. Mhm. Also es ist so ein Lehrstück, deshalb habe ich den immer dabei, weil es ist so ein Lehrstück in Homo sapiens Blindheit. Mhm. Man hat dann aber wirklich festgestellt, dass es dann diese Auswirkungen hat auf eine allergische Veranlagung, wenn man Helicobacter nicht mehr hat. Und dann kam die Idee auf, man könnte jetzt den Kindern bei der Geburt eine Helicobacter-Schluckimpfung geben, damit die ihren Helicobacter wiederkriegen. Und völlig verquer. Eieiei, das tut einem ja weh beim Zuhören. Aber was noch mehr weh tut, ist, dieses Beseitigen wird immer noch praktiziert. Mhm. Ohne, ja, so kenne ich auch. Ja. Weil man nicht schafft, beim Gesunden den Helicobacter, von dem du und ich jetzt wissen, dass er ja auch dazugehört, mit zwei Antibiotika plus Säureblocker zu beseitigen, das ist die Trippeltherapie, hat man jetzt eine Quadrupeltherapie empfunden, mit Bismut dazu, damit das endlich funktioniert. Also deshalb habe ich den immer dabei, weil ich denke, du Armer, was leidest du alles? Wir wissen heute, Homo sapiens hat ein Magenmikrobiom und Helicobacter gehört dazu. Und wie überall im Mikrobiom wird man krank, wenn es eine Verschiebung, eine Einseitigkeit oder ein Chaos im Mikrobiom gibt. Das heißt, wenn man jetzt nur nach Helicobacter sucht, guckt man ja nur nach Helicobacter hin. Den Rest hat man gar nicht angeguckt, weil man gesagt hat, der Magen ist doch steril. Die Säureverhältnisse im Magen sind auch nicht etwa so, dass der Magen einen pH-Wert hat von 1 bis 2, wie es heißt, die Salzsäure, die aus den Belegzellen abgegeben wird, hat diesen pH-Wert von 1 bis 2.
Aber in den Schleimhautbereichen ist ein pH von 6 bis 7. Und wenn Nahrung in den Magen kommt, dann ist der pH-Wert auch nicht 1 und 2, sondern 3 und 4 oder irgendwas dazwischen. Und nun wissen wir inzwischen, dass jede Verschiebung dieser Landschaft innerhalb des Magens Probleme bereitet. Das heißt, die Magensäure wird ja reguliert durch ein Hormon namens Gastrin. Und das reagiert auf die Zusammensetzung des Magens. Das Gastrin reagiert aber auch auf die Zusammensetzung des Dünndarms und meldet dahin zurück. Und es reagiert aber auch auf hormonale Impulse aus dem vegetativen Nervensystem. Da kommt jetzt der Stress mit rein oder auch Nikotin und Alkohol sind so Faktoren, die die Magensäure verändern. Und wenn dann eine Veränderung auftritt, dann kommt es zu einer Verschiebung innerhalb der Verhältnisse im Magen. Und kürzlich ist eine Studie endlich erschienen, die mal wirklich das Magenmikrobiom untersucht hat. Und es ist total faszinierend, weil der Magen hat innerhalb von sich selbst unterschiedliche mikrobielle Zusammensetzungen. Und die Forscher haben tatsächlich den klugen Rückschluss gezogen, dass sie sagen, aha, es geht darum, die Speise, die wir hier gekaut haben, im Mundmikrobiom und die dann durch diese Speiseröhre, das ist ja so ein elastischer Schlauch, der auch ein eigenes Mikrobiom hat, rutscht, wird da bakteriell angepasst und innerhalb des Magens fortwährend mikrobiell angepasst in die Situation in Dünndarm. Das heißt, das Magenmikrobiom, also der Magen hat auf der Mikrobiomebene diese ganz wichtige Aufgabe, diese Nahrung, die ja was Fremdes von draußen in den Körper rein bedeutet, die jetzt dann möglichst gründlich hier vorbereitet wurde, indem es ganz gründlich mit dem Mundmikrobiom, mit dem Speichel vermengt wird, der erste Anpassungsschritt im Mund erfolgt, der Nahrung. Der Speichel ist eine abgepresste Flüssigkeit aus dem Blutplasma und informiert diese fremde Speise bereits mit dem körpereigenen, also mit dem, was eigentlich im Blut lebt, durch das Kauen, gründlich kauen. Dann rutscht das hier am Herz vorbei. Speiseröhre geht am Herz vorbei. Hallo, was kommt da? In den Magen. Und der Magen hat dann diese Aufgabe, das schon anzupassen, damit es dann in den weiteren Verdauungstrakt mit den zugeführten Bauchspeicheldrüsensäfte, Gallensäfte und so wirklich in dem Dünndarm dann ins Blut übergehen kann. Und im Magen dient die Magensäure unter anderem dazu, die Eiweiße zu verdauen. Ja. Ja, das ist wichtiger bekannt. Schlüssel, ja, vor allen Dingen, weil wenn die nicht richtig verdaut werden, kommt es ja zu diesen Fäulnis-Vergiftungsaktionen. Ganz, genau. Also die Magensäurelandschaft, sage ich mal, im Magen mit den unterschiedlichen Gradienten und das Magenmikrobiom mit seinen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb des Magens ist notwendig, vor allen Dingen, dass die Eiweißverdauung gut stattfindet. Und da werden die Eiweiße, die Aminosäuren, die man ja möglichst gründlich gekaut hat schon, das sollte Brei sein, wenn es die Kehle runterrutscht, in Peptone gespalten. Peptone sind aber auch gleichzeitig ein wunderbarer Nährboden für Mikroben. Die ernähren auch unsere Mikroben. Das nimmt man im Labor, um Mikroben zu füttern. Wenn diese Säure jetzt nicht da ist, weil ich zum Beispiel Helicobacter bekämpft habe mit einem Säureblocker, dann findet diese Eiweißverdauung nicht statt. Oder wenn ich Basenpulver schlucke, was du erwähnt hast, oder Säureblocker zu mir nehme, dann funktioniert dieses Säureverhältnis nicht mehr. Das Mikrobiom ist verschoben. Verändert. Das heißt, die Verdauung im Magen, der Aufgabe des Magens ist, funktioniert nicht mehr richtig. Es gibt ein ganz berühmtes Eiweiß. Fängt mit G an. Gluten. Ja, also Gluten ist ein Eiweiß, was auch im Magen möglichst fein gespalten werden muss. Nur so, dass man nebenbei, weil wenn das nicht passiert, dann gibt es im weiteren Verlauf Probleme mit dem Gluten. Also innerhalb des Magens wird jetzt hier die Säure, ist die Säure notwendig, um die Eiweiße zu spalten. Und jetzt nehme ich aber, weil ich sage, Helicobacter muss weg oder weil ich sage, ich habe saures Aufstoßen oder irgendeinen anderen Grund, sage ich, schlucke jetzt Basenpulver, um die Säure zu neutralisieren. Was wird dann nicht verdaut? Die Eiweiße. Dann wandern die Eiweiße weiter in den Dünndarm. Da ist unser Dünndarmmikrobiom. Bildlich gesprochen sagt das, hallo, ich muss jetzt hier Einzeller vermehren,
im Dünndarm, die jetzt erstmal sich um die Eiweiße kümmern, weil so kann ich mit denen nichts anfangen. Ich muss die erst nochmal weiterverarbeiten. Also das, der Job, den der Magen jetzt nicht gemacht hat, den müssen jetzt erstmal die Bakterien im Dünndarm, im beginnenden Dünndarm machen, damit der weitere Verdauungsprozess stattfinden kann. Damit vermehren sich aber ganz gerne Clostridien. Clostridien wiederum neigen aber dazu, Toxine abzugeben, die dann auf die Nervenendigung im Dünndarm wirken und eine Rückwirkung über den Nervus vagus bis in die Psyche haben. Jetzt steigt durch diesen Prozess im Dünndarm der pH-Wert an, wird also basischer durch diese Eiweißverdauung, durch diese sich vermehrt habenden Bakterien, wird basischer, als er eigentlich wäre. Jetzt gibt's da aber Rezeptoren, wo das Gastrin aus dem Magen, das Hormon, guckt, wie ist denn das im Dünndarm, wie viel Säure braucht der denn? Aha, pH-Wert ist zu hoch, ist zu alkalisch. Hallo Gastrin, gib mal mehr Säure, merkst du schon was? Gib im Magen mehr Säure ab. Ist das das, was man mit einem Säureblocker beabsichtigen möchte? Oh nein. Nicht unbedingt. Das heißt, man kreiert einen Teufelskreis. Das heißt, die ganze Verdauung der Eiweiße im weiteren Verlauf wird schwierig. Der Mensch kriegt noch mehr Magenprobleme und es ist einfach eine Kette ohne Ende. Das könnte man noch weiter ausführen, was dann also passiert im Darm und sowas. Aber der Schlüssel ist, dass man versteht, der Magen hat ein Mikrobiom. Es gibt endlich Studien, die zeigen, welches Mikrobiom Magen ist. Helicobacter darf leben. Er gehört zu uns dazu. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gedacht, mein Gott, wie muss man sich schämen als Nobelpreisträger, wenn man da in den 80er Jahren aus seinem damaligen Denken eine Erkenntnis hat, kriegt dann 20 Jahre später einen Nobelpreis, eine Million, das ist schon eine Stange Geld, hat das dann in weitere Forschung zu dem Thema wahrscheinlich eingesetzt. Und ein paar Jahre später muss man erfahren, alles Quark. Ja, vor allen Dingen die Folgen aus dieser falschen, also wenn man es jetzt bewerten möchte, falsch, richtig, ist ja immer so ein Thema. Die Folgen waren ja wirklich auch Krebs und solche Geschichten. Das ist ja jetzt nicht so ohne, ja, dass man, also. Also man hat halt nicht, man hat damals nicht den Blick drauf gehabt, dass der Mensch ein Magenmikrobiom hat und jedes Mikrobiom Störungen haben kann, sich verschiebt, in die eine oder andere, einen Artenmangel hat oder die Kommunikation innerhalb des Mikrobioms nicht funktioniert oder durch die Einnahme von Medikamente bestimmte Bakterien nicht mehr da wirksam sein können und dafür andere Stämme kommen, dann eine Verschiebung innerhalb des Mikrobioms entsteht. Das sind ja alles tatsächlich Krankheitsfaktoren. Und wie viele Leute schlucken tatsächlich jeden Tag irgendein Blutdruckmittel, ein Herzmittel, irgendwas, was auf den Magen wirkt? Die ganzen Schmerzmittel wirken auf den Magen. Acetylsalicylsäure gibt Protonen ab, die die Magenzellen tatsächlich selber angreifen. Ne? Und Nikotin, Alkohol, alle diese, der Magen ist ja nur ständig strapaziert. Nicht? Nur die Konsequenz ist jetzt, eine therapeutische Konsequenz ist jetzt eine ganz andere. Man traktiert den Magen nicht noch zusätzlich mit Antibiotika, sondern man überlegt sich, wie kann das Mikrobiom des Magens jetzt regenerieren? Weil wenn man nur nach einem guckt, dann findet man auch nur einen. Und es wird wahrscheinlich dann irgendwann mal eine Standard-Labor-Untersuchung für Magenmikrobiom entwickelt werden. Das wäre naheliegend irgendwann in einigen Jahren, wenn man das besser kann. Nur was entnimmt man denn da? Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch wieder bei diesem Thema, dieser gut-böse Ausgleich, Diagnostik. Also es geht ja eigentlich darum, den Körper, das gesamte Mikrobiom in Balance zu bringen. Und das ist gerade die gute Botschaft daran, dass man auch über eine Gesamtmikrobiomtherapie, wie sie in meinem Buch Natürlich heilen mit Bakterien ausführlich beschrieben ist, auch den Magen mitbehandeln kann. Denn wie will man das Mikrobiom des Magens bestimmen? Man kann ja nicht jedes Mal mit dem Schlauch reingehen und gucken, was das ist. Ist ja grausam. Oder reinstechen oder was man da... Ja. Geht nicht. Aber wir wissen anhand der Symptome, ich habe Magenschmerzen, ich habe vielleicht Brennen und sowas, dann weiß man, es ist mit Sicherheit auch das Magenmikrobiom mit betroffen. Und dann lohnt es sich, in meinem Buch diese Mikrobiomtherapie mal anzugucken. Da gehören ja die verschiedenen Ebenen dazu. Nicht nur Bakterien schlucken, sondern wirklich alles, was da drin ist. Auch über eine äußere Mikrobiomanwendung, weil die Mikroben nach dem sogenannten Quorum Sensing auf einzelne Reize als Ganzes reagieren. Das ist wunderbar. Ja. Das hat zwei Seiten. Wenn ich jetzt eine antibiotische Zahnbehandlung mache, kann ich eine Blasenentzündung kriegen, weil das Mikrobiom sich verschiebt oder Magenprobleme. Aber andersrum kann ich auch, wenn ich irgendwo lokal ein Mikrobiomproblem habe, über eine gesamte Mikrobiombehandlung das lokale Problem therapieren. Und das macht richtig Spaß. Also die Leute, die jetzt da
Patienten, viele, die schon ein, zwei Helicobacter-Behandlungen haben und der ist immer noch da. Mhm. Der kann ja nicht schreien und sagen, ich gehöre hier auch hin. Für die ist die gute Botschaft, sie können jetzt mein Buch besorgen, natürlich Heil mit Bakterien, das kann jeder verstehen. Lesen da mal nach, können die ersten drei Teile auch lesen, aber im vierten ist dann die Mikrobiomtherapie drin. Einfach mal gucken, was kann ich da in meinem Leben umsetzen, von der guten Zahnpasta über ne, bakterienfreundliche Zahnpasta, gründliches Kauen. Und da kann man, und natürlich gibt der Magen, ist ja auch das, was man nicht hat schlucken können. Ne? Mhm. Und das schlägt einem ja auch was auf den Magen. Ne? Das, da kommt ja diese Ebene noch dazu. Dass, ja. Ja, also da gibt's die Hoffnung, dass man, ne, dass du weiter demnächst ganz friedlich leben darfst. So, ne? Mein kleiner Helicobacter. Echt schön. Vor allen Dingen auch für viele natürlich jetzt auch eine Befreiung von dieser ganzen Dünndarm-Gärungsproblematik, ja. Die jetzt sagen hier, warum gärt immer mein Darm? Warum habe ich diese Fäulnisbakterien, die dann wahrscheinlich auch zu Leaky Gut und alles Mögliche, da haben wir auch diesen Rattenschwanz, einfach jetzt mal nochmal eine Stufe höher gehen können, sagen, ah, lag ja vielleicht wirklich da oben in dem Magen der Ursprung. Und ich glaube, für viele ist diese Verbindung, wenn sie dann Basenpulver, Magenblocker oder irgendwas nehmen, gar nicht klar, dass da unten dann eben diese Fäulnisbakterien, die ja den Körper weitaus mehr belasten, wie zum Beispiel von außen Pestizide und sowas, hatten wir auch schon Gäste da, die gesagt haben, das ist richtig giftig, also was da dann abläuft, wenn genau dieser Prozess, den du beschrieben hast, nicht im Flow ist. Ja, ja. Weil die Mikroben passen sich ja dem Substrat, sage ich mal, an. Weil der Körper eine eigene Intelligenz hat und versucht, oder im Körper sich dann die Mikroben vermehren, die das Beste aus der Nahrung noch rausholen wollen und müssen das aber erstmal so verarbeiten, dass überhaupt noch was übrig bleibt, was dann ins Blut aufgenommen werden kann. Was natürlich dann schwierig wird, weil dann durch diesen veränderten pH-Wert zum Beispiel Eiweiße in Stickstoffverbindungen verstoffwechselt werden, die nicht Ammonium sind, NH4, das ist gut zu verarbeiten, sondern Ammoniak, NH3, oder es ist umgekehrt, nicht? Also jedenfalls nicht Ammonium, sondern Ammoniak. Und Ammoniak wird dann diffundiert ins Blut, ist lebertoxisch und macht dann in der Leber eine Stoffwechselveränderung. Das geht dann in chronische Entzündungen im ganzen Körper. Da kann man richtig elend krank werden von. Nur weil man vielleicht Basenpulver geschluckt oder sagte, man müsste den Helicobacter beseitigen. Und da ist dann wirklich wichtig, dass man auf allen Ebenen, auf der Nahrungsebene, auf der, die ganzen Ebenen, die in dem Buch dann auch aufgeführt sind, kann man jetzt nicht alles wiedergeben. Nicht, aber das ist eine gute Botschaft, dass man da wirklich ganz viel tun kann für die Gesundheit. Ein Tipp hätte ich noch gern von dir, wenn ich jetzt wirklich, wir haben ja auch das Problem bei unserer Nahrung, dass die ja so nahezu auch steril mittlerweile, auch in Folie verpackt. Und also die holen wir ja seltenst noch die Karotte aus der Erde und putzen die geschwind an der Hose ab, um diese alten Bakterien, mit denen wir eigentlich konfrontiert waren, die guten, kann ich die noch integrieren in meine Nahrung? Also du hattest auch mal erzählt, dass einer versucht hat, dann sein Essen dreckig zu machen. Ja. So weit gehen wir nicht, nein. Das ist aber völlig falsch verstanden. Kann ich, ja eben, genau, wie wäre denn eine gute Zufuhr noch denkbar über wirklich Bakterien, die eine Harmonie reinbringen? Also alle Lebensmittel tragen die Mikroben, die auf dem Weg bis auf den Teller mit ihnen gekommen sind. Das heißt, eigentlich ist es ganz einfach, dieses ganze plastikverpackte Essen, so Äpfel aus einem Sechserpack in Plastikfolie, das braucht man nicht zu kaufen, man kann ja in den Bioladen gehen. Also die meisten Menschen haben jetzt im Umkreis irgendwo die Möglichkeit, lose Gemüse zu kaufen. Das ist ressourcensparend, klimagut und alles und für einen Bauchklima eben auch optimal. Also das ist ein Schritt, dass man wirklich guckt und dann weiß man, dass dieser Kohlrabi, der da jetzt in der Kiste liegt, bei einem Biobauern in dem Boden gewachsen ist, wo der Mensch sich um eine Bodenfruchtbarkeit bemüht und die Mikroben, die dann mit dem Kohlrabi mitkommen und im Salat sind oder so, sind dann per se mal im Kreislauf des Lebendigen, den wir brauchen, um uns gut zu fühlen. Das heißt, die Auswahl der Nahrung ist ein ganz entscheidender Faktor. Und die Art der Nahrung, die Zusammensetzung der Nahrung, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, und vor allen Dingen die Herkunft der Nahrung. Weil es gibt auch eine sogenannte Prozessqualität. Es geht nicht um Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, sondern es geht darum, was hat der Apfel, was hat die Kartoffel erlebt, bis sie bei mir auf dem Teller ist. Wenn ich dann eine gezielte zusätzliche Mikrobenversorgung haben möchte, dann kommt man heutzutage fast nicht umhin, entweder fermentierte Lebensmittel sich selber zu machen, milchsauer vergoren, ne, Fermentation,
oder zu gucken, wo man das in guter Qualität bekommt. Das ist aber schwierig, weil oft Sauerkraut und Ähnliches jetzt schnell fermentiert wird mit Hilfe genetisch manipulierter Enzyme. Man muss dann sehr gut aufs Etikett drauf gucken, ob das wirklich auf einem natürlichen, naturgemäß dann auch lange dauernden Fermentationsprozess beruht, was als Prozess dann immer auch sich auf den Preis niederschlägt. So, das billig fermentierte Zeug, das ist mit Enzymen schnell fermentiert, das ist nicht das, was die Gesundheit braucht. Es ist ja tatsächlich so, dass man mit einem guten Sauerteigbrot oder auch einem guten Hefebrot oder was es da auch noch dazwischen gibt als Fermentationsprozesse, wenn man das gründlich kaut, man diese eigene Mikrobenzusammensetzung anregt. Man muss nicht alle Mikroben, die man braucht, zu sich nehmen. Das ist ja ein Geheimnis, warum die dann im Bauch sind und wo sie dann herkommen. Aber sie vermehren sich dann auch. Da müssen ja nur ein paar sein, wenn dann das passende Essen kommt, sagen die, oh, jetzt kriegen wir endlich mal wieder ein Vollkornbrot. Jetzt dürfen wir auch mal wieder verdauen. So, ja, so Umstellungen muss man auch langsam und behutsam machen. Man kann nicht auf einen Tag auf den anderen die Nahrung umstellen. Da hat man nicht die Mikroben, die man dafür braucht. Also ein langsamer Umstellungsprozess. Und dann kommen viele Mikroben dann, die sind dann irgendwann auch einfach wieder da. Wenn man alles weglässt, was Bakterien beseitigt, da kann man sich selbst auch schon vertrauen. Und ansonsten ist ja kein Geheimnis, dass es sich bewährt hat, eben mit den effektiven Mikroorganismen dann zu arbeiten. Da gibt es dann zugelassene Präparate für Menschen, die auch, da gibt es auf dem Medizinproduktesektor leider jetzt auch einen wilden Westen. Seit meine Bücher erschienen sind, seine Produkte ohne Ende erschienen. Wenn man da wissen will, wo man es herkriegt, sage ich jetzt neuerdings, kann man gucken, wer bei der Flutkatastrophe in der Eifel Spenden gegeben hat. Das sind die richtigen Hersteller. Ah, das ist auch schön, ja. Gute Brücke. Kann man das ablesen, ja. Und die anderen, die machen nur Produkte. Aber wichtig ist, erstmal alles wegzulassen, was Bakterien stört. Dann regelt sich auch vieles schon von selbst. Wenn es nicht reicht, dann eben auch dann zuführen. Aber es gibt auch pflanzliche Heilmittel, die das wunderbar unterstützen. Es gibt ja so viel Medizin. Ja. Der Magen ist ja nur auch hier so zentral. Ich werde nie vergessen, ich hatte als Studentin da, wir machen ja als Anfängerstudent erstmal Krankenpflegepraktikum und dann war ich in der Chirurgie tätig und dann war ein junger Italiener, also ein schmaler, kleiner Italiener, der den Magen raus operiert bekommen sollte. Der war vielleicht so Anfang 30 und ich dachte, oh Gott, und der lag da. Und dann kam seine Frau zu Besuch und setzte sich so platsch auf die Bettkante, dass sie sich nicht auf ihn draufgesetzt hat und redete wie ein Wasserfall, dass einem die Luft abhängt. Ne, so, oh Gott, die Frau ist aber anstrengend. Und dann eher so ganz schmal und eingefallen mit seinem Magenproblem daneben. Und ich als Studentin habe damals gedacht, mein Gott, der muss sich nicht den Magen operieren lassen, der braucht Abstand von dieser Frau. Ja, da muss ein gescheiter Raum zwischen die zwei, der kann ja, da würde ich auch Magen schütteln. Ja. Und das hat mir damals schon als Studentin, ja, als Anfängerin quasi, so in der Seele wehgetan, dass jemand einen Magen rausgeschnitten bekommt, wegen einem Problem, was man nicht rausschneiden kann. Mhm. Also das war für mich sehr prägend, hat mich sich einfach so eingraviert, was Magen ausdrücken kann. Nicht? Und dann ist es wichtig, in den Prozess zu gehen und sagen, okay, mein Magen zeigt mir, dass hier was nicht stimmt. Wie kann ich das umsetzen, ohne dass ich mir was rausschneiden lasse? Ja. Ja, oder ein Geschwür kriege oder einen Magenkrebs kriege, weil ich das runtergeschluckt habe. Super schönes Bild nochmal zum Abschluss. Danke dafür. Vor allen Dingen, genau das, glaube ich, brauchen wir jetzt auch oder wünschen wir uns mehr Ärzte, die eben diese ganzen Verbindungen schaffen. Und ja, freue mich, dass du heute da warst und hoffe auf weitere tolle Interviews mit dir. Ist immer wieder schön. Danke. Gerne. Helicobacter bedankt sich. Ja, genau. Der darf jetzt wieder im Leben seinen Platz einnehmen. Ja. Genau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also von daher nicht immer mit extremen Mitteln irgendwas versuchen zu bekämpfen, sondern wirklich die Natur und unsere Bakterien, die Liebe zu den Mikroben integrieren und unserem Körper wieder eben dadurch den Kommunikationsfluss ermöglichen, dass alles in Einklang wieder funktionieren darf. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.